und Action für die gesamte Familie. Aber wir wollen natürlich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Da nimmt unser Caterer, den wir da verpflichten konnten, 3 Euro wäre ein bisschen viel, also 2 Euro. Ihnen Hinweise für Baumaßnahmen und. Effizient können die sich nicht mehr. Doch. Also die werden das zeigt dann sich dann auch die Resonanz. Welle, auch ich denke mal, einige von Ihnen Namen sind. Natürlich, Kinder stehen bei uns auch im Fokus. Pferde, Kutschfahrten, Hüpfburg, Kinderschminken, das gesamte Programm, auch ein Highlight, Kartbahn, Carrera-Bahn, die Kinder. Aber so finden doch sehr viele, die sich vielleicht gar nicht mit dem Thema beschäftigen wollen, den Weg ins Messezelt und nehmen da wertvolle Hinweise mit. Das hat uns einfach gezeigt, dass wir da auch auf dem richtigen Weg sind. Also 20 Stunden Live-Musik. Robbie Williams, mal hier direkt in Duisburg präsent und haben wir auch im E2-Shop in der Saison vorzubereiten. Ja, natürlich die Stars des MSV. Ramon Proske von den Stadtwerken Duisburg. Die Energiespaßtage 2010 stehen vor der Tür. Sie können uns Näheres dazu sagen. Ja, am 4. und 5. September geht dieses gelernte Format Energiespaßtage hier auf dem Campus der Stadtwerke Duisburg wieder ins Rennen mit einem ganz abwechslungsreichen Programm zwischen Spaß, Action, Family, Musik, Unterhaltung und natürlich der Energieberatung in einem Zelt, wo 30 Aussteller das Neueste zum Thema Energiesparen kundtun. Jetzt haben Sie gerade auf der Pressekonferenz verraten, 20 Stunden Live-Musik. 20 Stunden Live-Musik, neue deutsche Welle mit Geier Sturzflug, extra breit, Top-Act, Susi Quattro und natürlich unser Nusseckenstar Gildo Horn, der, denke ich mal, das Duisburger Publikum zum Kochen bringt. Aber darüber hinaus wird auch für alle anderen Altersgruppen hier etwas sein. Können Sie uns dazu Näheres sagen? Alles ist vertreten. Wir haben natürlich, was das Musikprogramm betrifft, auch versucht, uns da in der Breite aufzustellen. Auch bekannte Coverbands, Kiss und Pink sind da vertreten. Also ich denke mal, für jeden Musikgeschmack und ist was dabei. Natürlich auch ein großes Kinderprogramm mit allen möglichen Aktivitäten. Das Mischverhältnis sagt, dass Sie ja auch Beratung machen neben dem Spaß, sowohl für Leute, die jetzt beispielsweise Energie sparen wollen, aber auch für Kinder werden da spezielle Angebote gemacht. Ja, natürlich, Kinder sind Kunden der Zukunft und müssen sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Licht ausschalten zu Hause ist vielleicht auch nicht immer so obligatorisch. Wir wollen Kinder spaßig mit einer Kinder-Energie-Olympiade an dieses Thema heranführen. Und auch da, denke ich mal, sind wir auf einem guten Wege und das Interesse auch in der Vergangenheit hat das gezeigt. Dann sagen Sie uns jetzt, wo genau dieses Ereignis stattfindet? Ja, also am 4. und 5. September hier in Duisburg-Hochfeld auf dem Gelände der Stadtwerke Duisburg an der Bungertstraße. Und ich glaube, der Eintritt ist frei. Der Eintritt ist frei, familienfreundliche Preise, das Bier und Cola Fanta für 2 Euro. Also ich denke mal, da können wir uns sehen lassen. Ihr persönliches Highlight? Ich freue mich auf Susi Quattro, war in meiner Zeit und wird bestimmt ganz spaßig. Danke, Herr Proske. Bitteschön.